Ja, also irgendwie kann ich hier heute nicht so. Wow, Schulden have Sleep alone. Ah, wir sind jetzt in der Rolle der Frau. Das heißt, wir sind gerade mitten in der Nacht. Die Kinder schlafen alle. Und hier passiert schon Stuff. Dort ist was aufgegangen. Ist ja ein Kind einfach noch nicht im Bett? Anna, we need to run. It's all because of the director. Okay. I was spraying on her. She was talking to someone about something bad. You have to believe me. Warn everyone. We don't have much time until I hit her, key in the closet. You can make it. Help me. Sollen wir Anna helfen? Oh, so ein Ding hatte ich damals auch. War das da gerade auch schon? Ist doch schön beruhigend. Hallo, you filthy child. Shut the fuck up. Ja, aber wofür war jetzt der Schlüssel? Dafür? Scheiße, ich will zu diesem Tresor. Ich will run. Die Knarre haben. Okay, hier ist also ein Kind, was halt uns verarscht. Oder hier rumgeistert. Hä? Ey, ihr könnt mich echt dumm nennen, aber irgendwie... Gerdi, ich es gerade noch nicht so. Dein Ernst? Boah, euer Ernst? Oh, was ist das denn? A Life Story, was ist das denn hier? Ganz schön viel Stuff drin. The filter missing at the glass is broken. Okay, das heißt, die Gasmaske ist in Ash. In Ash. we worked together with Alex, yeah, they got featured in Offenhagen. Genau. Ich lese kurz für mich selbst. Okay, habe ich nicht ganz alles verstanden, aber ein bisschen. We need to spray sleeping gas so that all the children can be transferred to the hospital for surgery and then... Alter, was? Als ob sie das damals gemacht hat. Oh, ja, Jakob ist hier der Übeltäter. Das heißt, wir sehen, der Dude, der da stand, der sich mal waschen sollte, war Jakob? Jakob? Jakob, du sollst ins Bett. Mein kleiner Junge. Das ist einfach weggerannt, du dreckiges Dreckskind. Need to put the gas as cleaner under the door of the. Alter, was? Sie vergaß einfach echt die Kiddies, ey. Was für eine asoziale... Das muss für die Kinder voll das... Trauma sein, ey. Ist auch ganz schön laut, ne? Weißt du, die werden hier gerade vergast da drin, Alter, und dann kommen auch hier diese Geräusche. Oh mein Gott. Ivan, I will save you soon. Okay, sie will also ihren Sohn retten. Aber was ist mit Jakob? Ich nenne einfach Jakob, Alter. Was mit Jakob, Alter? Oh, da ist ja auch eins. Das heißt, er will uns... Oh ja, uns geht's beschissen. Oh mein Gott, wer sind sie? Ey, Polizei! Guck mal, er lässt mich auch einfach nicht raus. Er lässt mich hier einfach vergasen. Ich komme einfach schnell in die Gasmaske. Die zwar ein bisschen defekt ist, aber wo du kehrst. Okay, wir sind back to the real world in 2008. Also, unser Dictionary, was ich nicht nehmen kann.
Marias Diary, was ich nicht nehmen kann. Unsere Kamera, die ich safe nehmen kann. Um Jakob einen in die Friese zu hauen. Okay, ist das hier so mein Tisch, was ich alles so collected habe, oder was? Was bist du hier? Oh, guck mal, jetzt kann ich dich taken, das ist schon mal gut. No one will be offended. Okay, kann ich das Game auch taken? Weiß ich nicht. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, aktuell geht's mit meinen Feelings. Ich hoffe, es bleibt auch erstmal nur so. Ist auf jeden Fall wieder schön, dass es tags ist. Es ist schön, dass mich nichts bumsen will. Außer Jakob natürlich. It's locked, there's someone behind it. Ja, weil Jakob ist dahinter und hält das Ding zu. Oh, war das da gerade auch schon? Nee. Guck mal, kann ich sogar taken? Warum kann ich das taken? Es gibt immer Sachen, die kannst du taken, es gibt Sachen, die kannst du nicht taken. Und anscheinend musste ich das taken. Guck mal, kann ich auch jetzt taken? Warum? Oh, 1946. Vielleicht ist es noch ein Hinweis. Was kann ich jetzt auch taken? Okay, jetzt kann ich irgendwie alles taken, oder was? Also Notizen. Okay, ich take also jetzt ein paar Pictures. Also, you need to pick... Warte, was? To make a corridor. Say three times, barefoot lady. Show me my fate and I will give you shoes in return. Warum Schuhe? Ich glaube, das muss ich mir merken. Toll, wo waren jetzt überall Bilder, ne? Ich meine, hier im Flur war auch noch irgendwo eins. Was mit der Matroschka kann ich jetzt auch nehmen? Nö. Da steht irgendwas drauf auf der Matroschka? Nö. Nö. Ich meine, war hier nicht auch noch ein Bild? Ja. Guck mal, jetzt kann ich es auch taken. Konnte ich es vorher auch taken? Ich war noch zu dumm dafür. Oh, guck mal, jetzt liegt ein Zettel. Okay. You were told, crossed out, to get out of here. Leave this place alone. You were told, to get out of here. Leave this place alone. Okay. There are empty pages left in Maria Diary. You can use them to answer. I hear him standing outside the door. Okay. Naja, okay, okay. Ich weiß jetzt nicht, was man soll. Also... War ja mal gar nicht mehr. Ah, wir antworten ihn jetzt. Ah. I know what happened here. Let me help you. Tell me who are you? Taken. Das kann ich nicht taken. Und das schiebe ich jetzt da drunter, ne? Safe. Ja, ja, na klar. Schieben uns gegenseitig Zettel hin und her. So, guck mal, kann ich sogar gucken, ob der Zettel gleich weg ist oder nicht. Na klar. Also, kann ich dir helfen oder nicht? Danke, dass du das Telefon anmachst. Ich geh schon gucken. Naja, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Einen Moment bitte, einen Moment bitte. Wow, warst du da gerade auch? Da kommt bestimmt gleich wieder einer auf die Friese. Ja, und warum leuchtest du jetzt noch mehr als vorher? Blitzcrank. Oh, warte, nee, die hat ein ganz neues Face bekommen. Ah. Moin, Liga-Hasi. Please don't kill me. Dieser Hase, ne? War hier auch noch ein Bild? Nee, da war noch ein Zettel. Hm. Der Hasi ist da noch. Sonst sehe ich hier nichts. Soll ich hier irgendwie was interagieren oder habe ich hier irgendwas übersehen? Also hier ist gar nichts Paranormal Activities. Hier ist einfach nur Jakob, der Blödsinn baut. Ne? Also, Paranormal Activität gibt's nicht. Das ist kein Foto. Das ist ja auch nichts. Oh mein Gott, die Hasi kam da raus. Ist er jetzt auch da weg? Stimmt. Ja, war ja klar. Should try reading, writing the letter again. Okay, also ich schreibe dir nochmal einen Brief. Und mein Buch ist weg. Ah ne, achso. Einfach instant
weggemacht. Was steht jetzt hier? I read that people were killed here. Did you do that? Did you do that? Tell me and then I can help you. Ah, okay, das heißt, er hat also hier die Kiddies alle umgebracht und dann hat er sie gesnackt. Und jetzt wollen wir versuchen, mit ihnen zu helfen. Und er so, nö, ich snack dich auch. Schon geiles ist Gameplay. Ich weiß nicht, warum es auch so positiv ist. Ich hab einen Zettel gekriegt. Was hat er geschrieben? Was? Du weißt, dass ich jemanden umgebracht habe? Das ist ein Problem für dich, denn ich darf keine Hinweise aus diesem Haus lassen. Das heißt, ich bring dich jetzt auch um. Oh mein goodness, ich habe schon fast... Nee, ich nehme jetzt eine Stunde 12 Minuten auf. Okay, okay, ich habe das Gefühl. Ist er weg? Oh, er hat mir einen Zettel geschrieben. It was accused, but I did not do it. Get out of here. Okay, wenn ich jetzt wüsste, was accused hieß, oder? Ich spreche es nicht, ob ich es richtig ausspiele, aber... Ich nehme mal den Zettel. Oh Gott, das war doch dann. Ja, ja, ich gehe ja schon hin. Zu gucken, was da ist. Um zu festzustellen, dass ich wieder ausgenockt werde. Hier ist nix. Hey, Lö. Ihr habt gesehen, dass du hier reingerannt. Ach, du bist ein Kind. Oh mein Gott, warum wackelt denn das Bild? Okay, wie du hast mich jetzt nicht, weil ich ihn schon vorher gesehen habe. Ich glaube, es wäre viel krasser gewesen, hätte ich da. Andersweitig hingeguckt. Also diese Kinder leben hier noch. Mit Jakob. Oder Jakob. Egal, wie heißt denn der Jakob? Who the fucking cares? Okay, da war gerade ein Kind, bla bla bla. Die wollen mit mir spielen, bla bla bla. Ich aber nicht. Da komme ich einfach nicht rein. Hier wurde das Tierchen weggesnackt. Ach, und ich schreibe mir noch einen Brief. Okay. Is your name Jakov? Have you been living here alone for many years? Hey, hey, ich will gerade mit Jakov sprechen. Jetzt lass mich damit in Ruhe. Was sind das für Geräusche, ey? Oh, eine Mieze. Hey, Mieze. Ich freue mich, dass du hier bist. Du bist nicht dead, weil... Du schnurrst. Das freut mich umso mehr. Feine Mietz, Mietz. So, bist du Jakob, Alter? Oder wer bist du? Einmal wieder vernünftig hinsetzen, ey. Ich rutsche hier mal Stück für Stück auf meinen Stuhl runter. Ein Zettel gesnackt. Bin ich wieder warm, wieder. Die Kamera ist auch so ein bisschen smooth, by the way. Die ist nicht so schnell, sondern die ist so leicht verzögert, glaube ich. Also er schreibt mir keinen Zettel, sondern ich habe einfach nur die Steps dabei. Das heißt, ah doch, er hat mir doch einen Zettel gelassen. Dauert noch ein bisschen. Yes! Here I can communicate with my friends. We got this place because it's our home. A lot of people came here just to break our things, but my friends helped me to drive away strangers. I'm afraid that someone will see me at and tell me that I'll live here and those people will come for me. Okay. Ja? Kann ich Ihnen helfen? Oh, da ist die Puppe, jetzt steht sie hier. Also okay, okay, also Jakob bekommt Unterstützung von diesen Kiddies. Du siehst aber jetzt nicht so spooky aus, so sonst. Das kann ich hier natürlich nicht nehmen. Neuen Zettel kann ich auch nicht schreiben. Sonst sehe ich hier auch nichts Neues. Oh, warte, da ist noch ein Bild, das kann ich taken. Ich hab fast vergessen, du. Hm. Oh, die Katze schnurrt. Das ist ziemlich nice und cute.
Hm. Also wir versuchen immer noch herauszufinden, was hier genau abgeht. Also da. Also das ist Jakov, der ältere Dude hier, der anscheinend noch richtig lebt. Und dann noch die ganzen anderen Zeugs und Dinge, die. Ja, die dead sind, aber ihre Seelen doch hier hin und her spuken. Mit Jakov zusammen. Ist interessant, dass überhaupt noch Strom ist. So, du. Ah, okay, ich gehe wieder hier hin und er schreibt wieder einen Brief. Okay, in einer Stand. Stand einfach zu weit weg. Das makes sense. Who are your friends? Why are they here too? Eine gute Frage. Hey, ich habe einen Zettel für dich, Jakov. Kratz, 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 kratz. Jetzt warten wir einen Moment. Ich kritzel gerade, schreibe mal einen neuen Brief. Danke, Jakov. The spirits of this place, those were tortured here. Okay, tortured kann ich auch nicht. They reminded locked up here. That day in the evening after lights out, someone came. Probably it was the person with whom the director spoke. He did not find me. I think that because of this, he poisoned all the residents and the director. Ah, stimmt. Es wurden ja hier die ganzen, also die Direktorin hat ja, oder der Rektor, die Direktorin hat ja die Kinder vergast. Und dann wurden wir, also die Direktorin wurde vergast. Und Jakov haben wir vor einer Tür gesehen, der sich dann schätze ich mal irgendwo versteckt hat. Okay, okay, okay. Langsam wird ein Schuh draus. Oh mein Gott, ey. Ich bin hier am Arbeiten. Lassen Sie mich in Ruhe. Hab ich ein bisschen erschreckt. So. All this was planned by the director of the camp. What are we talking about? What kind of person was she talking to? Okay. Weiter geht's. Ja, kann ich dir helfen? Denn nicht. Wollte ja nur nett sein. Ufter, ey. Oh, Standbild. Nee, hat einfach nur gedauert, ich konnte meinen. Jetzt hat er den Brief noch schneller genommen, ne? Also deswegen konnten wir uns auch nicht bewegen. Wo konnten wir uns immer so ein bisschen bewegen? It's all here. I saw our director talking to someone in the old hospital near the camp. They agreed that they will do their work at night. Then I realized that I was connected with us, but I couldn't warn everyone. I did not see who else was there. The closet was scared and hide. And hide. It. In the morning, I went into the building and found no one. Your safe was also not there. I thought that the man and his assistant had taken everyone away and hidden the bodies in the building. I had to stay here and I live in the ventilations. Only sometimes go to the rooms. Jakov ist also schlau. Und jemand hat hier Chaise gebaut. Können wir noch einen Brief schreiben? Ja. Ein Mann ist hier nur am Brief schreiben. The building abonnent, can I get there? Okay, okay, okay. Jakov doesn't answer me anymore. It's time to go to the abonnent hospital. Need to tear the boards off the front door. So, das war bestimmt da hinten, diese Front Doors, ne? Okay, also ich bin jetzt im Hospital, um mehr herauszufinden. Rediger Detektiv hier, ey. Undercover-Detektiv. Aber ich schätze mal, Jakov lässt mich nicht gehen. Safe nicht. Ist das hier der Haupteingang, oder was? Oh ja, ist er tatsächlich. Den wir selber zugenagelt haben, by the way. Mega stupid. Tschüss, Jakov. Wir gehen jetzt. Das, was du wolltest. Oder soll ich jetzt ein neuer Spielpartner werden und ich muss jetzt leben? Alte Geräusche, Mann. Loading. Geht's jetzt echt zum Krankenhaus? Digi, dann sind wir ja safe aus der Butze rausgekommen. Warum wir dann wieder zurück? La-di-du-du-du-du-du. Weißt du was? Hol einfach einen scheiß Kran, ey, mit einem schönen einen Kugel dran, Alter, und reiß die Hürde weg. Nacht 3. Guck mal, wir haben jetzt schon zwei Nächte überlebt und jetzt in der Nacht 3.
Oh, Yakov said that I couldn't find proof here. Let's take a look around. Hä, wo bin ich denn jetzt?